So, Versuch Nummer 2 für das Höllenfahrtskommando. Auf geht's. 6 Minuten Zeit. Diesmal müssen wir nicht ganz so abgasen. Vielleicht können wir da ja ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Wir schauen mal. Weiß ich noch nicht. Ups. Sollte mir jetzt gleich mit dem Sportwagen nicht mehr passieren. So, nicht gegen die Laterne laufen. Neuer Versuch. Rein in den Infernus. Okay. Ich bin gespannt, wie es diesmal läuft. Du bleibst stehen. Sehr gut. Die Laterne lassen wir aus. Beziehungsweise Ampel. Was auch immer es war, ich weiß es nicht. Ich glaube, eine Ampel war es, keine Laterne. So, und dann gehen wir an den kritischen Stellen halt einfach auch mal vom Gas. Sicher ist sicher, ne? Das hätte schon wieder gekracht hier. Okay, da sind wir wieder im Tunnel. Momentan noch komplett schadensfrei, ne? Muss da auch erstmal machen. Ich bin stolz auf mich. Aber wir haben ja gesehen, ein unbedachter Zusammenstoß mit irgendeiner kleinen Ecke bei hohem Tempo und die ganze Sache ist erledigt. Das kann sehr, sehr schnell gehen, wenn wir nicht aufpassen. Und vor allem müssen wir ja noch nach Senden. Ah, Marx rein. Alter, du blödes Arschloch. Genau deshalb bremsen. An den Ecken, an den Kreuzungen. Gut, habe ich noch genug gebremst, um nicht zu explodieren. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Das ist schon mal weiter als vorhin. Auf jeden Fall alles. So, jetzt nach St. Marks rein. Ich bin gespannt, wie das wird, wenn die auf uns schießen hier. Okay, keiner schießt. Keiner schießt. Moment, das will ich kurz testen. Hallo? Okay, keiner schießt. Finde ich gut. Da bin ich dabei. Vorübergehendes Friedensangebot offenbar. Nichts dagegen. Halt. Oh ja, noch kleiner konntet ihr die einfach nicht machen, wa? So, rein mit uns. Gut, repariere den Wagen. Das machen wir gleich. Wegen diesem blöden Arschloch da. Ich nehme mal an, wir müssen den nach Schossheitwelt zurückbringen. Also bringe ich den auch erstmal zurück. Und repariere ihn dort irgendwo. Weil ich keine Ahnung habe, wo dort ein Pain Spray ist, ehrlich gesagt. Naja, egal. Wir finden schon einen. Ups. Wie konnte das geschehen? Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich lediglich in Staunton Island, wo einer ist. Ah ne, doch hier in Portland weiß ich auch einen. Im Rotlichtbezirk. Aber Shoreside Vale? Ich meine, wir hatten dort noch nichts weiter an Missionen, von daher... Keine Ahnung. Ist sowieso ein bisschen komisch, ne? Also ich glaube, Catalina ist halt wirklich dann der Abschluss, die Catalina-Missionen. Oder Missionen. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Mach dich vom Acker hier. Und es sind tatsächlich ja also das wäre ja abgesehen von den Telefonmissionen, die wir jetzt gerade machen, die einzigen Missionen, die wir in Shoreside Vale annehmen. Ansonsten war ja alles noch in Staunton Island. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, finde ich. Ach so, warte mal. In der Ecke ist, glaube ich, kein Pain Spray, oder? Habe ich da gerade ein Päckchen gesehen? Kurzen Moment. Ja, tatsächlich. Oh, schießt da jemand auf mich? Vielleicht sollte ich doch in meinen Wagen zurück. Okay, schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Pain Spray finden können. Könnte schwierig werden. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal auf den Damm hochfahren müssen und dann zur anderen Seite von Shoreside Vale rüber. Nehme ich mal so an. Geile Straße. Aber hier lässt es schön langheizen. Auf dem Damm selbst. So, jetzt müssen wir mal die Augen offen halten.
Also ich weiß, hier sind Polizei und Krankenhaus und so. Da könnte ich mir vorstellen, dass der Pain Spray auch nicht so weit weg ist. Wie sieht's denn hier aus? Ha! Sehr gut. So, rein mit uns. Bingo, bring den Wagen zurück. Er muss in 1A-Zustand sein. Keine Delle. So, jetzt muss ich bloß mal... Da ist der Ausgang, okay. Halt, links habe ich gerade geschaut, ne? Ja. Weg da! Muss ich mir halt mal ein bisschen Platz verschaffen. War mir jetzt nicht so sicher, ob der rechts abbiegt oder weiterfährt. So. Machen wir uns wieder zurück über den Damm. Nach Möglichkeit keine Leute überfahren, sonst machen wir uns noch Dellen in die Motorhaube. Ist der einzige Grund natürlich. So. Und dann können wir ganz gemütlich zurück ins Ziel cruisen. Letztendlich lief es doch eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Das kleine Missgeschick da, das mich beim ersten Mal in die Luft gejagt hat. Naja, meine Güte. Kann passieren. Einmal ein bisschen schief gelenkt. Was soll's. So. Kürzen wir hier wieder ab. Und dann wieder hoch. Über diese seltsame Brücke. Wunderbar. Steh doch nicht so komisch hier rum. Ich wäre ja fast in dich reingefahren. In einem Moment geistiger Abwesenheit. So, geschafft. Raus aus dem Fahrzeug. Job erledigt, 20.000. Wunderbar. Ich freue mich. Wieder ein bisschen mehr Kohle für uns. Auch wenn wir die überhaupt nicht brauchen. Erneut gehe ich speichern. Kann nicht schaden, weil wir sind sowieso in der Ecke. So. Hätten wir auch. Und dann geht's wieder runter zum Fernsprecher. Fernsprecher ist auch so ein geiles Wort. Das sagt heutzutage kein Mensch mehr, ne? Was vielleicht auch daran liegt, dass die Zeit der öffentlichen Fernsprecher irgendwie vorbei ist. Heutzutage hat halt jeder Schwanz ein Handy. Okay, Goldrausch. Yo, a Federal Reserve flight just smashed down at Francis International. There's platinum all over the strip. Get a car and snatch up as much as you can. You can drop the bling off at one of my garages. This platinum is mad heavy and it'll slow your wheels down some. So make regular drop-offs at the garage. Platin, na Mensch, da hat's aber jemand... Da hat jemand ordentlich was runtergeschmissen, wie es aussieht. Also Platin fallen lassen? Naja. Begib dich an den Ort, wo die Ladung herumliegt. Du musst 30 Goldbarren einsammeln. Ja, jetzt hätte ich gerne eine Karte, um zu sehen, ob ich hier hoch muss, was ich bald nicht vermute. Oder ob ich... Nee, die haben ja Francis International Airport gesagt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einmal durch den Tunnel fahren am besten, oder? Ich vermute bald mal, das ist die beste Lösung. Hab aber absolut keine Ahnung. Mach dich vom Acker! Ich fahre hier. Schauen wir mal. Vielleicht mache ich auch gerade einen Fehler. Ich weiß es nicht. Ja, super. Ich glaube, ich sollte mir erstmal einen neuen Wagen suchen, bevor ich anfange, das Platin durch die Gegend zu schippern. So, rum hier. Oh Gott, da verlierst du ja schon einen Haufen Zeit. Einfach nur dadurch, dass du hier hinfährst zum Tatort, sage ich mal. Ich glaube, die Zeit hat erst angefangen, als wir in den Wagen gestiegen sind, oder? Vielleicht sollte man einfach zu Fuß zum Flughafen gehen. Kann mir nicht vorstellen, dass das die zeitsparendste Methode ist, aber ich meine... Oh, scheiße. Wie ist das denn passiert? Ach, Mann. Ich hoffe mal, dass wenigstens die Garage, in der wir das ganze Zeug abliefern, in der Nähe ist. So, gib mir mal dein Kuruma hier. Ich brauche einen Schlitten für diesen Job. Nein, wirklich.
So. Okay, das scheint nicht ganz auf dem Flughafengelände zu sein, aber ich glaube, wir sind richtig. Das sieht gut aus. Oh, sieh mal an. Denk dran, der Wagen wird schwer und zu langsam. Rein in die Garage und lade das Zeug aus. Okay. Ach du Scheiße. Wie viel haben wir denn eingeladen? Alter! Rast doch nicht so! Gut, wenigstens die Garage ist gleich um die Ecke. Das ist ja schon mal was. Weg da! Ich kann nicht bremsen. Ah, sieh mal. 7 Stück waren das nur. Ach du Schande. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Weg! Ah. Kann denn ja keiner vernünftig fahren in dieser Stadt. So. Nächste Runde. Vielleicht sammle ich diesmal ein bisschen mehr ein. Schauen wir mal. 5, 6. Ja, 7 sind jetzt, glaube ich, drin. 8. Oh, shit. Ernsthaft? Die Polizei? Willst du mich verarschen? Ich fasse es nicht. Okay, ich mache einen kurzen Cut rein. Wir sehen uns wieder, wenn wir wieder am Platin sammeln sind. Bis gleich. Und da sind wir wieder zum nächsten Versuch. Schauen wir mal, wie es diesmal läuft. Ich habe mir jetzt gleich mal einen schnellen Wagen geholt hier noch unterwegs, weil ich gerade zufällig dran vorbeigefahren bin. Mal sehen, ob das eine gute Idee ist, ob das uns irgendwie hilft oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall gibt es ziemlich viele Päckchen hier. So, ich glaube, wir sollten dann schon mal so langsam in Richtung Garage fahren. Wir werden nämlich scheiße langsam. Ach du Kacke. Oh Gott, und lenken wird auch nicht einfacher. Heiliger. So, zumindest scheint es bei einem Stern zu bleiben mit den Bullen. Das ist ja schon mal ganz gut. Oh, 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 oh. Was? Habt ihr das gerade auch gesehen? Was war das? Ist er gerade hingeflippt an mein Auto? Was war das denn? Ihr bescheißt doch! Ah, ihr verfluchten Schweine! Ihr cheatet! Ach Mann, wir sehen uns gleich zum dritten Versuch wieder. Alle guten Dinge sind 3. Mal sehen, ob es im dritten besser läuft. Jetzt habe ich ein nicht ganz so schnelles Auto, weil mir einfach gerade kein schnelles über den Weg gefahren ist. Aber zumindest ist die Steuerbarkeit im Taxi auch nicht so schlecht. Und ich hoffe, dass mir das vielleicht ein bisschen weiterhilft. Und auch die Tatsache, dass eventuell nicht jedes Mal ein Bulle herbeigeflippt kommt. Ach du Scheiße, ich bleib gleich stehen. Na, das kann ja geil werden. Wir drehen schon mal ab. Ich schaff's nicht den Berg hoch mit der Kiste, wenn ich so viel schon drin habe. So, nehmen wir die noch mit, weil sie auf dem Weg liegen. So, und dann versuchen wir einfach mal, keinen Bullen mit uns mitzuziehen. Schon mal vorher lenken. Oh Gott. Alter, ist die Kiste schwer. Mach zu. Ah, okay. 17 Stück schon. Na Mensch. Sieh mal an, da haben wir schon mehr als die Hälfte. Ich glaube, ich bleib gleich in dem Ding. So, fahren wir diesmal noch erst den Berg hoch und sammeln dann ein. Wärst du damit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, das reicht. Dies genügt mir, Freunde. Ich nehme noch einen zum Spaß mit. Der Rest an Platin kann von mir aus liegen bleiben. Geht mich nichts mehr an. Oh Gott. Lasst jetzt bitte keinen Bullen wieder herbeikommen. So wie vorhin. Aus dem Nichts. War ganz großartig, hat mir total gefallen. So, und jetzt rein mit uns. Zack. Mission geschafft, $25.000. Das war jetzt eine verdammt schnelle Nummer auf einmal. Na, das läuft doch. Ich glaube, wir müssen da oben hin. So, wenn wir nicht durch den Tunnel fahren wollen. Ist geil, wie es den Bullen überhaupt nicht interessiert, dass ich gerade Leute überfahren habe. Wenn wir nicht durch den Tunnel fahren wollen, müssen wir hoch
um über den Staudamm zu kommen. So, na, das war doch gar nicht so übel. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die Nummer. Also beim ersten Mal war es ja noch meine Schuld, dass ich da langsam den Berg hochgekrochen bin und der Bulle gemütlich herbeispaziert kommen konnte. Aber was war das denn im zweiten Versuch, Mann? Da kam auf einmal der Bulle aus dem Nix geflippt. Ich fühlte mich beschissen, ein wenig. Achso, warte mal, wo fahre ich denn hin? Ich will doch gar nicht zur Catalina. Auch wenn ich gerade schon gesehen habe, wo wir hin müssen. Fahren wir doch einfach mal hier runter. Ja, 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 scheiß Kolumbianer. Ups, Verzeihung. Oh, hab ich dich erwischt? Das tut mir leid. War nicht meine Absicht. Aber irgend so ein Arschloch hat auf mich geschossen, habe ich die Kontrolle über meinen Wagen verloren. Entschuldigung.